Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aus gegebenem Anlass dachte ich, mache einfach mal ein Video über ein brisantes Thema oder was gerade so in den Medien oder wie auch immer kursiert, SUVs. So, dann gab es ja schon ein paar Sachen, sei es nun hier IAA Frankfurt mit Blockaden oder Bremen am Hafen, wo die Verladung oder das Ausladen behindert von irgendwelchen Chaoten, sage ich mal, in meinen Augen. SUVs wären ganz furchtbar und schlecht für die Umwelt. Das trifft so nicht ganz zu. Man muss da werden, ich sag mal, ein Dacia Duster und ein Rolls-Royce oder Porsche Cayenne Turbo S alles in einen Topf geworfen. So, das ist aber nicht. Wenn man jetzt gewisse Zulassungszahlen nimmt, sind die meisten eben Dacia Duster oder Audi Q2, Q3 oder eben Mercedes GLA. Sogenannte Crossover. Ich meine, das ist so ein SUV ist ja auch nicht verkehrt. Man sitzt ein bisschen höher. Wenn einer eine Familie hat und sagt, ich will damit in den Urlaub fahren, man kann seine Sachen mitnehmen, wenn man irgendwo ans Meer will. Sag mal, es sitzt sich schöner und fährt sich entspannter. Gebe ich ehrlich zu, wie gesagt, ich fahre einen Geländewagen, einen richtigen Nissan Patrol. Und bei mir hat das auch einen anderen Zweck. Ich ziehe oft schwere Anhänger und da brauche ich ein Auto, was 3,5 Tonnen ziehen kann. Und das wird heutzutage eng ein Auto zwingen, der das kann oder darf. So. Und so ein SUV, das ist schon entspannteres Fahren, finde ich, als wenn ich jetzt mit dem Polo fahre. So, ich will den Polo jetzt nicht abwerten, aber das ist so. Dann wird das von manchen Gruppen so hingestellt als so Bonzenauto oder was auch immer da für Worte gefunden werden. Und alles, wie gesagt, pauschalisiert, verallgemeinert und genaue Sachen, technische Daten werden da überhaupt nicht berücksichtigt. Wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Q3 oder Q2 nehme, wo ich sage, die hatten als Beispiel mal einen Motor, 1,4 Liter TFSI, 150 PS, den gleichen Motor habe ich im A3 auch drin, als Beispiel mal. Das ist jetzt nicht, ist jetzt nur ein Beispiel. So. Und habe den gleichen Schadstoffausstoß. So. Was ist denn nun schlechter? So, das spielt gar keine Rolle, wie gesagt. Beide sind gleich von der Motorisierung her. So. Und es ist jetzt nicht so, dass man in jedem Auto dann einen anderen Motor hat. So, einen Motor zu entwickeln ist aufwendig, ist teuer. So, also verbaut man einen Motor auch in verschiedene Modelle. So, das ist einfach so und wird von vielen Herstellern praktiziert. Komischerweise oder seltsamerweise ist der 1,4 Liter TFSI Motor im A3 überhaupt kein Problem für manche Leute, als wenn derselbe Motor am Q2 oder am höher gelegten Q3 verbaut ist. So, das wird überhaupt nicht bedacht. Bezug nehmend auf die Thematik bin ich vor kurzem auf ein Interview von Herrn Björn Lomberg gestoßen. Das ist ein Wissenschaftler, der beschäftigt sich mit der Umweltthematik. Das Video oder Interview ist auch unten verlinkt nachher, wenn man sich das ansehen möchte. So, das Interview wurde auch geführt von der Hoover Institution an der Stanford University im Silicon Valley, bekannt für Innovation etc. Er macht das anhand einer sogenannten Kosten-Nutzen-Rechnung. So, und hat als Beispiel mal genommen den Flugverkehr. So, der Flugverkehr weltweit macht circa, also laut seiner Analyse, 2-4% des gesamten CO2-Ausstoßes aus. Das ist im Verhältnis zu dem, was es bringt, immens ist der Nutzenfaktor im Verhältnis zu dem CO2-Ausstoß, weil man kann eins nicht kaufen und das ist Zeit. Das Fliegen ist heute nicht mehr wegzudenken, wenn man schnell von irgendwo A nach B will. Es schafft immens viele Arbeitsplätze, es bringt Wohlstand. So. Aber es fühlt sich irgendwie schlecht an, oder soll so einem suggeriert werden, dass es schlecht ist zu fliegen. Das Gleiche kann man sagen, wenn ich jetzt ein Audi als Beispiel, ich nehme jetzt mal den Audi A3, dann ist das nicht so schlimm, als wenn ich ein Q3 fahre, obwohl beide Modelle den gleichen Motor haben. So, das eine ist dieses große SUV, aber der Ausstoß an CO2 ist genau gleich, fast maximal 1 Gramm Unterschied. So, zusammengefasst kann man sagen, dass das, was von vielen irgendwo gefordert wird bezüglich dieser sogenannten SUV-Problematik, wo auch immer man das bezeichnet, was ich jetzt nicht so sehe, das ist meine persönliche Meinung, dass das kein Problem ist, dass diese sogenannten Verbote letzten Endes irgendwo auch ein Einschnitt oder in die sogenannte persönliche Freiheit, weil jeder kann sich doch sein Auto kaufen, was er will und letzten Endes, wenn die Nachfrage da ist, und der Markt das hergibt, dann sollte man das auch machen. So.
Und wie gesagt, man muss immer gucken, was ist in dem Fahrzeug für einen Motor verbaut. Und dann kann man wirklich sagen, okay, dem, so und so ist das. Und die sogenannten 500 PS SUVs, das sind relativ wenig, die da irgendwo zugelassen werden. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Folge dem Meister, abonniert meinen Kanal. Bis nächsten Donnerstag, euer Gerd. Und ja, dann gibt es mal wieder ein anderes Thema.